Hallo liebe Leute, heute machen wir einen Mixed Berry Julep und das ist auch wieder ein Frucht-Julep und ich finde, den ist richtig lecker, kann man sehr viele Früchte der Saison drin verarbeiten, das machen wir jetzt auch. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie der geht, dann bleibt einfach dran und wenn das Video euch gefällt und ihr noch ein Like da lasst, ein Abo hier auf YouTube da lasst, dann macht er mich glücklich, dann verpasst ihr auch keine weiteren tollen Cocktails und dann starten wir jetzt. So, wir brauchen hierfür erst einmal Beeren und ich verwende hier richtig schöne, große, aromatische Beeren. Und zwar nehme ich hier vier Himbeeren dazu. Jetzt nehmen wir noch Erdbeeren. Je nach Größe nehmen wir ein, zwei Erdbeeren und ich schneide mir die jetzt hier schon mal in zwei Stücke. Und dann werden wir diese auch dazu geben. Da jetzt gerade noch keine Brombeeren reif sind, werde ich mir hier einmal mit TK-Brombeeren aushelfen und davon geben wir auch vier Stück dazu und die werden wir jetzt einfach nur leicht andrücken. Dazu drückt er einmal rein und macht dann automatisch mit der Hand eine Drehbewegung. Ihr seht hier einmal, wie die Beeren halbwegs zermudelt sind. Die werden gleich noch durchs Eis kaputtgeschlagen, aber das soll so sein. Jetzt geben wir Eis dazu. Darauf geben wir dann Zuckersirup, weil die Beeren ja nicht immer mega süß sind. Und wir nehmen hier 2 cl Zuckersirup. Dann nehmen wir noch 3 cl an Cognac. Des Weiteren nehmen wir Bourbon. Hier nehme ich ein Four Roses, auch 3 cl. Bevor ich es vergesse, wir müssen natürlich noch Minze reingeben. Ganz wichtig für einen Julep. Ich gebe hier 2 Zweige an Minze rein. Hätte ich beinahe vergessen. Einfach reingeben und mit shaken. Dann nehmt euch ein Glas, halb voll mit Crushed Eis. Nehmt euch einen Strainer oder wenn ihr einen habt, einen Julep Strainer. Und lasst das alles darüber laufen und füllt das alles ins Glas ab. So, jetzt wie immer im Glas rühren, wieder Crushed Eis drauf geben, wieder einmal rühren und dann nochmal on top Eis drauf geben, durchrühren, Minzspitze oben drauf, fertig. So, und das war's. So, und das war's dann auch schon wieder. Ihr seht hier einmal den richtigen, richtig leckeren, sommerlichen Smashed Berry oder Mixed Berry Julep. Und ihr habt hier eine Deko, habe ich eine Himbeer dran gegeben, den obligatorischen Minzzweig oben drauf und von der Farbe her ja richtig einmalig. Vom Aroma, wenn die Sorten, wenn ihr nicht Sorten rein, sondern Sorten nehmt, die richtig schönes Aroma haben, perfekt. Ja, und damit bin ich raus und dann sehen wir es hoffentlich im nächsten Video wieder.